Willkommen zu einem neuen Part von Die Siedler 5 und ich merke gerade, wir werden angegriffen. Ja, toll. Gut, dass unsere Soldaten sich direkt schon darum kümmern. Wir haben im letzten Part eine neue Mission angefangen und da sind wir gerade noch am Start, müssen eine große Armee aufbauen gegen Mordred, gegen so ein riesiges Schloss. Des Weiteren haben wir auch ein paar weitere Aufgaben. Einerseits sollen wir die verschütteten Schwefelminen hier hinten wieder aufbauen. Das sind 4 Stück, da eine, die jetzt schon gebaut wird, dann hier eine und hier drüben auch nochmal 2. Des Weiteren sollen wir hier eine Kathedrale hinbauen und hier eine Tochter befreien. Ich bin fertig hier. Also eine ganze Menge, so ihr seht. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Das ist doch sehr, sehr schön. So. Nur ein Soldat gefallen. Ist doch auch gar nicht mal so verkehrt. So, wir müssen auch noch die Festung ausbauen. Dazu haben wir jetzt genügend Stein, da machen wir das auch. Und ich brauche immer wieder ein bisschen mehr Holz. Lehm habe ich jetzt mehr als genug, also können die ganzen, die hier Lehm holen, jetzt sich um Holz kümmern. Weil Holz wird jetzt auch ein bisschen knapp und Stein ist die ganze Zeit schon so ein bisschen knapp. Allerdings habe ich mich darum schon so ein bisschen gekümmert, dass die Steinzufuhr ja gestillt ist, kann man schon fast sagen. So, wir können nochmal eine Bombe legen. Das heißt, wir gehen mit Pilgrim mal kurz hier hoch und dann jetzt die Bombe da legen. Und hier müssen wir halt warten, bis der eine Leibeigene dann da ist. Der muss irgendwo unterwegs sein, da ist er. Ach, sind hier unten schon... Ah, Schwefelbergwerke sind hier. Wahrscheinlich hier auch schon, wird nur nicht angezeigt, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Mal gucken. Das sieht so aus, als wäre da was her. Okay. Schade, weil ein Schwefelbergwerk oder Schwefelschacht haben wir bisher noch gar nicht. Weil das ist dann noch etwas, was noch fehlt. So, was wir auch schon mal machen können, ist Kettenlederrüstung herzustellen. Wir haben sowieso sehr, sehr viel Eisen, da wir schon die ganze Zeit eine Eisengrube haben. Dann können wir schon mal uns darum kümmern, dass halt unsere Armee gestärkt wird. Haben wir ja hier auch schon angefangen. 300 Taler, 200 Eisen. Los geht's. Das muss sowieso früher oder später gemacht werden, also von daher. So, ist unsere Burg mal fertig? Ja. Ausbau abgeschlossen. Dann baue ich Handelswesen. Das ist erstmal das Erste. So, hier ist der Leibeigene gerade am Machen. Pilgrim könnte schon die nächste Bombe legen. Allerdings warte ich, bis der Leibeigene fertig ist, dass der schon mal den anderen Schwefelschacht machen kann. Ja, Pilgrim kann aber schon mal hier rüber gehen. Betrachtet die Sache als erledigt. Das dauert ja auch da sein. Ja, einen kleinen Moment, ja. So, gut. Wir könnten hier die Motivation von gelehrten Ingenieuren und Priestern erhöhen oder die von Bauern und Bergmännern. Nehmen wir Bauern und Bergmänner. Gesegnet. Wir haben ja hier extra eine Kapelle errichtet, was ich noch nie zuvor gemacht habe, aber ich wollte es mal ausprobieren. Wir müssen sowieso noch eine weitere Kapelle errichten und zwar dann hier hinten. Das könnte ich ja an sich eigentlich auch mal so langsam angehen. Kapelle. 550 Stein, 500 Holz. Kostet sehr, sehr viel. Aber ich mach's sogar. Nein, darf ich nicht? Warum darf ich das nicht? Hier muss doch die Kathedrale errichtet werden. Warum darf ich das nicht? Hier hinten darf ich, aber da nicht. Weil da ein Ich muss erstmal den Siedlungsplatz belegen, wahrscheinlich. Aha! Obwohl, warte, ich komme gar nicht da durch. Das ist vom Fluss umgeben. Ich muss dazu Winter machen. Ach so. Hier ist ein Alchemist. Ich muss erstmal Winter machen, aber wenigstens gibt es hier einen Siedlungsplatz. Das heißt, ich brauche die Alchemistenhütte. Eine neue Technologie erforschen lassen. Kann ich die schon bauen? Ja, kann ich sogar. Sehr schön. Packe ich einfach hier mal so hin. Packe ich da einfach mal so hin. Okay, neue Technologie erforscht, das war Handelswesen. Wunderbar. Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Bei den meisten fehlt Stein oder so. Buchdruck könnte ich machen, aber lasse ich jetzt mal. Obwohl, brauche ich später für Bank. Ja, eine Bank wäre eigentlich auch nicht so verkehrt. Aber ich möchte erstmal Zahnrad haben. Aber vorher baue ich das. Ah! Fehlt mir Stein. Warte, ein Stein nur. So, jetzt kann ich es. Weil das ist erstmal wichtig, nicht. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Und das Lager könnte ich so langsam mal ausbauen, sobald ich den Stein habe.
So, wie weit ist denn der hier? Ah, der ist fertig. Wunderbar. Dann geht's weiter zur nächsten Mine. Derweil kann ja Pilgrim sich schon mal darum kümmern, dass hier der nächste Schacht frei ist. Dann hoffe ich mal, dass wir auch ein bisschen Schwefel da abkriegen. Weil selber habe ich für mich selber keinen Schwefelschacht bisher gefunden. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Oh nein, 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 nein. Ah, die spawnen einfach, gefühlt einfach so. Ja, die Leibeigenen sind da verloren. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Na los, mach mal ein bisschen hin hier. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. So. Sehr schön. Dann alle mal ein bisschen stärken. Wie weit ist denn die Schmiede eigentlich? Okay, kann ich das nächste nicht machen. Nee. Greifen sie einfach immer wieder an. Aber an sich passt das gerade jetzt so. So, Alchemistenhütte ist fertig, genau. Dann kann man sich hier weiter um Stein kümmern, zum Beispiel da hinten. Muss sowieso dann noch ausgebaut werden, da brauche ich Metallorgie für. Und das braucht noch ein bisschen. Da brauche ich erstmal sehr, sehr viel Schwefel. Und dazu brauche ich einen Marktplatz, damit ich Schwefel kaufen kann. Wo ist denn jetzt hier mein Lager? Wo ist mein Lager? Da hinten. So, ich kann das nämlich schon mal ausbauen. Sehr, sehr schön. Wie weit ist der hier? Ah, fast fertig. Sehr schön. Dann kann er gleich mit der nächsten Schwefelgrube weitermachen. Feinde greifen euch an. Immer noch Feinde? Sind sie immer noch nicht fertig? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt. Oh, das ist woanders jetzt wieder. Glaube ich, oder? Ah, nee. Ah, ja, ja. Bogenschützen. Das ist doch. Naja. Vielleicht wäre es ganz. Gut, mal noch mal ein paar Leibeigene zu holen. Es sind sowieso ja ein paar gestorben. Ausbau fertig. Ich brauche da vorne einen Schutz in Form von Türmen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Wir bauen hier Türme. Das kann ich. Bleib mal bitte hier. Aufstellen, so ein bisschen. Wohnhäuser sind belegt. Aber da sind jetzt einige Truppen schon davon gegangen. Hol ich nochmal zwei neue Truppen. Aber ich brauche Türme, dass da eine bessere Verteidigung ist. Okay. Weiter geht es. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte irgendwas. Genau, ich wollte hier. Weil der ist da fertig. Dann kann er nämlich mit der nächsten Mine weitermachen. Und Pilgrim kann sich um die letzte Mine auch kümmern. Schon wieder werden wir angegriffen. Aber das war jetzt der Rest nur, glaube ich. Vielleicht von hier oder so kommen sie. Das kann natürlich sein. Ich werde auch hier mal einen Turm bauen. Ich habe keinen Stein mehr. Ist voll unfair. So, Pilgrim, du gehst erstmal wieder zurück, dass du auch damit kämpfen kannst. Hier unten. Ja, ist gut. Da sind auch noch ein paar Truppen, die da runtergehen können. Marktplatz ist fertig und dieses Mal haben wir Zugriff auf alles. Sehr, sehr schön. Wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge Schwefel. Aber wir haben an sich. Ja, ich könnte Lehm. Für Lehm. Machen wir mal für Lehm. Genau. Weil ich brauche Schwefel für Wettermaschine. Vielleicht gibt Leonardo uns dann ein bisschen Schwefel ab. Wenn wir seine Minen errichtet haben. Das könnte natürlich dann sein. Weiß ich nicht. So. Aussichtstürme sind gleich fertig. Müssen natürlich noch ausgebaut werden. Fertig. Da brauche ich Zahnräder für. Da kommen schon die nächsten Truppen. Angriff. Da kommen. Und die werden auch immer stärker. Das ist ein Problem. Ich hasse das, wenn sie immer stärker werden. Ich bin müde. Aber kann kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? Boah, Zahnräder erstmal, um auch andere, um die Minen auszubauen und so. Ich hoffe, dass die Türme dann später was bringen werden.
Ari, geh du mal bitte auch nach vorne mit. Haltet. So, Zahnräder. Habe ich dafür schon genügend Materialien? Nein, ich brauche 400 Steine. Das dauert noch ein bisschen. Ich habe halt jetzt den Stein auch für andere Dinge noch ausgegeben. So, wie weit ist der Leib eigentlich hier? Okay. Da wird auch wieder vom Spiel ein Druck aufgebaut. Ein Druck, den ich gar nicht mag, um ehrlich zu sein. Aber, naja. Ist leider so. Kann ich auch nicht ändern. So, wir haben bald den Stein. Wir haben bald den Stein. Huhu. Kann ich auch Stein mit Hütten bauen? Das ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Oh, System erweitern. Gruben, was für Gruben? Ausbau von Kasernen, Schießplätzen, Bauernhöfen, Aussichtstürme und Gruben. Okay. Interessant. So. Zahnräder. Ich könnte ja hier nochmal die Motivation steigern. Zahltag. Ja, das freut mich doch. Das freut mich doch. Das freut mich doch. Hier brauche ich auch Zahnräder für. Hm. Für alles brauche ich Zahnräder. Ja, Zahnrad. Ein Zahnrad ist halt auch eine nice Erfindung. Was wäre nur ohne den Zahnrad? Wie wär's ohne. Also, wie wäre das Leben ohne Zahnrad? Man braucht für so viele Dinge Zahnräder. Jetzt kommen die Kanonen. Jetzt kommen schon Kanonen. Ja, ja. So. Diesmal ist gefühlt der Gegner viel, viel schneller drauf. Das hier, das sind. Das sind nicht feindliche Türme. Ja. Das sind keine feindlichen Türme. Ihr habt einen Verweis. Hm. Aha. Und ihn in euren Besitz genommen. Aha. Das sind die, wirklich diese Türme. Und das geht ja ganz einfach hier. Ihr habt einen verwaisten Turm gefunden und ihn in euren Besitz genommen. Dann kann man hier so ein bisschen nochmal ein Lager erstellen oder so. Warum nicht? Warum nicht, frage ich mich da. So, der Leibeine hier hat nichts zu tun. Hier, nächste Mine. Hier, der Leibeine hat nichts zu tun. Ach, der ist da jetzt mitgezogen. Der könnte hier oben nochmal einen Turm bauen. Wir haben ja bald Zahnräder. Ach, dafür brauche ich dann noch Stein. Da muss ich erstmal den Steingruben ausbauen, beziehungsweise auch einen Stein mit sich bauen. Aber alle Bauernhöfe sind schon voll. So, wie weit ist die Hochschule hier unten? Bald fertig, bald fertig. Euer Dorf wird angegriffen. Wo? Hier oben? Ne, wo? Da hinten. Da hinten. Hier wäre auch nochmal so ein Turm. Ganz gut. Je mehr ich habe, desto besser. Ach du Heilige, was sind denn das für Truppen schon? Und ich bin hier mit den anderen hier und... Ah! Leibeiner, Leibeiner, du baust da weiter. Das hasse ich, dass dann auch die Leibeinen immer mit ausgewählt werden. So, läuft, lauf den nicht hinterher. Sollen die Türme mithelfen, wenn wir schon Türme hier haben? Ja gut, Bogenschützen müssen wir jetzt aus der Ferne im Nahkampf angreifen. Ich brauche noch Schießplätze, dringend. Ich brauche so viele Dinge. Wann ist denn die Hochschule endlich fertig? Wer geht? Ari, was machst du? Was macht denn Ari? Ja, toll. Warum ist sie nach vorne gegangen? Warum? Was war denn das gerade? Eine dumme Aktion. Ey, nee. Das hasse ich. Ich hasse das. Ich hasse das. So, ich kann die Türme ausbauen. Brauche ich Stein. Ich brauche... Erst müssen die Steindinger hier ausgebaut werden. Brauche ich aber nur Holz und Lehm führen. Mega nice. Ich muss mit Leonardo widersprechen. Das ist kacke. Ich brauche einen Leibeinen hier mal ganz schnell. Wozu bezahle ich meine Steuern? Was sind Leibein? Da ist... Ah. Keine Leibeine hier. Hand drauf. Ich brauche einen Steinmetz, schnell! Und zwar hinten, hier hinten. So. Dringend ein Steinmetz. Das Gebäude ist nun ausgebaut.
So, hier nochmal ein paar Truppen. Dann, Hochschule ist ja fertig. Das heißt, ich kann das nächste in der Hochschule machen. Stehendes Heer brauche ich. Es gibt nicht genug zu essen. Was kann ich denn sonst machen? Also, ich kann hiervon noch gar nichts machen. Nicht genug zu essen, das ist mir jetzt egal. Erst mit Ari, das ist halt jetzt so unnötig. Das hat mich gerade ordentlich angekotzt. Man hat es vielleicht gemerkt. Aber naja, naja. Ist jetzt so, wie es ist. Ich kann die Türme noch nicht ausbauen. Getan, was ihr wollt. So, baue gleich hier noch auch noch einen Turm hin. Kein Problem. Hier sind schon so ein paar Zäune hier drumherum. Das will ich nutzen. So, hier bin ich der Leibeigene hier hinten. Ist fertig. Der könnte. Was könnte denn der jetzt machen? Der könnte sich darum kümmern, einfach Holz holen. Wir haben halt von allen Materialien so wenig. Ich könnte auch noch die anderen Dinger da mal ausbauen. Hier ausbauen, brauchen wir nur Holz und Lehm für. Wohl Holz geht jetzt auch zu nein und Lehm auch. Ein Steinmetz tritt in eure. Wie wäre es, wenn ihr meine Steuergelder. Ja, das könnte ich trotzdem erstmal eins hier wenigstens ausbauen. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe. Wie viel Leibein? Also zwei stehen hier still. Die können sich um Holz kümmern. Ich habe 18 Leibeine insgesamt. Erhöhen wir auch mal auf 20. Tag, Chef. Tag. So, hier, Holz. Nächster Angriff. Jetzt kommen sie mit Pferden schon. Es ist doch. Ihr habt eine neue Technologie. Es ist doch. Leibeiner! Es gibt nicht genug zu essen. Ausbau vollbracht. So, Erik. Bleibt in nein, ich wollte Erik. Damit ich eure Wunden heilen kann. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Salim, geh mal zu Ari. Geh mal zu Ari. Vielleicht kriegen wir sie schnell wiederbelebt. Während die anderen da kämpfen. Ich hoffe es. Bleib einfach da, bleib einfach da. Die anderen gehen, ziehen sich wieder zurück. Ja, wir kriegen Ari wiederbelebt. Ein Glück habe ich das noch gesehen. Weil Ari ja immer weiter reingegangen ist. Ich bin schon unterwegs. So, ich kann den ersten Turm ausbauen. Sehr schön. Dann sind hier noch ein paar Truppen, die auf jeden Fall dort jetzt hingehen müssen. Jawohl. Kann ich noch einen Turm ausbauen? Nein. So, der Leibeine, der verschwindet jetzt mal. Hier runter. Aber gern. Derweile kann ich auch mal die andere Lehmgrube, die ich hier habe, auch mal ausbauen. So. Man sieht, unsere Truppen sind schon sehr ausgedünnt. Ich kann halt auch nichts bauen oder so jetzt, weil ich einfach kaum Materialien habe. Ich muss mal wieder mit Leonardo sprechen, aber es wird gerade nichts. Ja, jetzt sind noch diese gepanzerten Pferde. Sorry für den kleinen Cut. Oh, hier ist noch eine Kanone. Ah, das ist unsere Kanone. Nicht genug zu essen. So, hier sind doch noch ein paar Truppen. Ja, mein Herr. Man merkt, wir haben ordentlich zu tun. Das ist nicht. Das ist kein Zuckerschlecken hier. Es ist Zeit, und da kommen die nächsten Truppen. Geht erstmal zurück. Genau. Geht erstmal zurück, dass die Türme auch schon mal einen Anfang übernehmen können. Jawohl. Zurückgehen. Ich will die einfach nicht hören. Ausbau fertig. Jetzt haben wir wenigstens jetzt vorne auch nochmal zwei Türme stehen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Heieiei. Dario, ich brauche jetzt Dario mal bei Leonardo. In Ordnung. So, des Weiteren. Hochschule ist wahrscheinlich schon mit fertig, mit stehendes Heer. Stall könnte ich eigentlich auch schon mal machen, obwohl. Ah, mach ich. Dann brauche ich Leibeine. Da sind Leibeine. Ich brauche Schießplatz. Brauche ich aber auch wieder Stein für. Ah! Mensch! 350, kriege ich das jetzt so schnell zusammen? Das wäre ganz gut.
dass ich den Schießstand schon mal habe, weil wenn ich da Bogenschützen habe, dann ist das gar nicht mal so verkehrt. So, noch 5 Stein. Das kriegen sie doch hin. Sehr schön. So, stehen das her. Mach ich hier hinten mit hin. Wird erledigt. So. Wird erledigt. Wunderbar. Wird erledigt. Kann ich die Schmiede inzwischen schon mal ausbauen? Brauche ich Legierungen für. Euer Dorf steht unter Beschuss. Lehrt sie das Fürchten. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Ja, da habe ich auch noch nichts weiter. Sollte mich jetzt eigentlich eher darum kümmern, dass wir auch weitere, also Bogenschützen kriegen. Das ist erstmal das Erste. Und auch hier diese ganze Schwefelzeugs mal ausbauen können. Wir haben ja jetzt sehr, sehr viel Schwefel, ein Glück. Das ist das Gute daran. Und ja, jetzt erstmal mit Leonardo sprechen. Fertig. Habt vielen Dank für eure Unterstützung. Mit dem Schwefel kann ich die Kanonen präparieren und Kerberos damit eine kleine, nette Überraschung bereiten. Wenn ich euch wieder zu Diensten sein kann, ihr wisst, wo ihr mich findet. Krieg ich eine Belohnung wenigstens? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Na ja. Gut, dann ist es so. Dann ist es so. Wie weit ist der Schießstand? Der ist fertig, wunderbar. Dann. Ausbauen und auch gleich die Bogenschützen mal ein bisschen verbessern. Das ist erstmal da die Mission. Dann Universität ist bald fertig. Sehr, sehr schön. Wir könnten hier die Motivation von Gelehrten, Ingenieuren und Priestern mal erhöhen. Dann macht die Universität so ein bisschen schneller. So, Dario ist unterwegs. Wann können wir die Türme ausbauen, wenn wir Metallorgie haben? Weil das wäre eigentlich dann auch gar nicht verkehrt, die wenigstens die zwei da vorne auszubauen. Wenn ich dann genügend Schwefel haben sollte. So, das ist bald fertig. 93, 95. Kriegen wir jetzt hin. Warte, der nächste Angriff steht bevor. Ich muss jetzt kurz warten. Komm, 95%, das sollte doch jetzt machbar sein. Die sind alle in der Pause. Der Turm ist da. Was gibt's? Ja, jetzt gehen die da hin. Ist doch gar nichts mehr da. Eieiei. Jawohl. Eieiei, die nächsten Truppen kommen. Ergreift sie. Ich brauche Leibeigene, mal wieder. Ich brauche mal wieder Leibeigene. Und ich finde nie Leibeigene. Da zwei Leibeigene haben da nichts zu tun. Forschung abgeschlossen. Ja. Hä? Warum kann ich da nicht... Wo sind die Leibeigene? Ach, weil ich die Bogenschützen gleich mit ausgewählt habe. Okay, das ist nicht wenn's so verkehrt. Denn sein muss. Einer eurer Helden wird angegriffen. Kommen aber noch mehr. Ich brauche auch einen Stall. Ich muss dem so ein bisschen entgegenwirken alles. Technologie ist abgeschlossen. Neue Technologie, sehr schön. Ich muss mich jetzt aber erstmal um das andere kümmern. Wo ist denn Helias da? Seid gesehen. Leute, nicht hinterher, nicht hinterher. Geht, ja. Tretet zurück. Euer Wunsch ist mir Befehl. So, da sind die Bogenschützen. Das ist mega wichtig. So, da nochmal Truppen ausbilden. Dann Hochschule. Ich wollte zur Hochschule. Da ist die Hochschule. Ich brauche Legierungen dringend. Kann ich Schmiede schon mit Legierungen? Ja, kann ich dann schon ausbauen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Kann ich hier Kaserne aus? Ja, ja. Dann los, dann los. Nix Zeit für anderes. Ja. So, Truppen hin. Hinter. Hinten ist, ja, von Leonardo das Reich. Die Kanonen sehen heftig aus. Kanonenmanufaktur. Ja, es ist die höchste Stufe der Kanonen. So ihr sehen. So, die Truppen sind gleich da. Wunderbar. Die Kaserne ist ausgebaut. Da brauche ich keines. Hä? Habe ich doch gerade ausgewählt, dass sie... Hey, nee.
Hatte ich da nicht genügend Materialien gerade? Doch, ich müsste eigentlich... Doch, ich hatte gerade genügend Materialien. Ach du Heiliger, ja, ist klar. Ist klar. Pilgrim, Pilgrim, Pilgrim. Setz mal da eine Bombe. Das gibt ein feines Feuerwerk. Und noch eine Kanone. Hallo Pilgrim. Mal wieder irgendwas nicht ausgewählt worden. So, dass die Kanone da mal ein bisschen unterstützt. Zwei Leibeinen. Warum? Ach, ich hasse das mit den Leibeinen. So, die Bogenschützen helfen ein Glück mit. So, wir müssen die Bogenschützen dann noch besiegen. Aber ist nur ein, der eine Turm besteht. Na gut, der hintere, aber ja gut. Ist jetzt nicht ganz so wild. So, nicht dort hinterher. Hallo, hallo. Wie ihr wünscht. Okay, okay. Dann die Garnison. Sehr schön. Unsere Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Kommt hier alle wieder rein. So, die zwei Leibeinen sind fertig. Die können noch sich um den Turm schneller kümmern. Oder könnt ihr hier noch einen weiteren Turm errichten? Nur hier mittendrin. Weiß nicht, ob das so ziel... So gut ist. Wir lassen es mal. Nein, nicht allein. Ach, wir kümmern uns darum. Die sollen erstmal herkommen. Die sollen erstmal herkommen. Da sind jetzt unnötig welche gestorben. Die sollen erstmal herkommen. Jetzt der Angriff. Wir werden durchgehend angegriffen. Ich bin fertig hier. So, können wir die Schmiede inzwischen mal ausbauen. Super. Das heißt, Hochschule ist fertig. Das heißt, Metallorgie. Schnell, dass wir die Türme ausbauen können. Und alles andere auch. So an sich. Kümmert euch um die Bogenschützen, die sind jetzt auch ein Problem. So, zwei Leibeine. Kümmert euch um den Turm da. Der brennt. Wir können doch beim Marktplatz Widerstandskraft von Gebäuden erhöhen, oder? Nee, das war beim Steinmetz. Das war beim Steinmetz, oder? Wo waren das? Irgendwo konnten wir das machen. Das wäre gerade bei den Türmen ganz gut. Genau. Aber da brauche ich erstmal Flaschenzug. Ah! Mist. Forschung abgeschlossen, aber nicht die Forschung. All eure Wohnhäuser sind belegt. So. Schmiede sollte inzwischen ausgebaut sein, genau. Ich brauche mehr Eisen. Ich brauche mehr Eisen. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. So, vier Leibeine mal. Machen wir ruhig mal fünf. So, diese fünf gehen hier runter und holen Eisen. Ich brauche mehr Eisen. Dringend. Weil sonst kann ich dem Wettrüsten nicht standhalten. Warum ist da unten noch ein Soldat? Generell, wir haben so wenig Soldaten. Wir haben so wenig Soldaten. Das ist nicht gut. So, erstmal machen wir nochmal... Ja, ich kann nur mit Holz arbeiten. Schwertkämpfer kann ich gar nicht machen. Und das hier braucht auch nur Holz, okay. Kostet natürlich auch eine ganze Menge Geld, aber es ist nicht das Problem. Wir kriegen ja jetzt an sich schön viele Materialien, da die ganzen Minen ausgebaut sind. Hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So, die beiden haben das repariert. Die gehen erstmal, halten sich im Hintergrund auf und holen da Eisen. Oh, hier gibt es ja eine ganze... Ich brauche noch ein paar mehr Leibeigene. Ich brauche ganz viel Eisen. Ach, ich habe keinen Platz mehr. Shit. Shit, shit, shit. Shit, shit, shit. Sorry für die ganzen Ausdrücke. Ja. Ah, toll. Ja, der eine hier. Ist ja jetzt auch klasse. Ist ja jetzt auch Weltklasse. Dann, wir haben ja haufenweise beim Holz farmen. Wo war denn jetzt das Eisen? Irgendwo war jetzt Eisen. Da, Eisen. Ich brauche jetzt ein bisschen mehr Eisen. Türme kann ich immer noch nicht ausbauen. Wie weit ist denn die Hochschule? 96%. Ja, ist ja gleich fertig. Immerhin. Die zwei Türme müssen halt ausgebaut werden. So, wie viel
Schwefel habe ich noch übrig. Über 1000. Sehr, sehr schön. Können wir das hier mal ausbauen? So, des Weiteren habe ich auch wieder ein bisschen Eisen bekommen. Machen wir erstmal wattiertes Leder. Sie greifen an. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Jetzt dürfen natürlich diese zwei Türme nicht kaputt gehen, ist ja klar. Ich habe halt Angst, dass sie wirklich ins Unendliche sich steigern können, die Gegner. Bis jetzt sieht es zwar so aus, als würden sie von der Stärke gleich bleiben, aber ich bin jetzt selber nicht ganz so sicher. Ich habe halt Angst, dass wir irgendwann dem nicht mehr gewachsen sind. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser. Da ist zwar noch einer, aber es ist jetzt eigentlich egal. Na gut, kümmern Sie sich schon drum. So, Sägemühle müsste eigentlich auch ausgebaut werden. Benötigt Sägewerk und Sägewerk braucht Flaschenzug. Ich brauche Flaschenzug. Kümmern. Euer Dorf wird angegriffen. Es ist Zahltag. Immer gehen so Einzelne dahin. Bitte geht doch nicht dahin. Wir haben die Türme hier. Ich muss ja auch noch die Kathedrale da errichten und hier die Tochter da befreien. Und da brauche ich erstmal Ausrüstung. Sehr, sehr viel Ausrüstung. So, wie sieht's denn hier jetzt aus? Ich könnte an sich schon mal nochmal ein paar Schwertkämpfe holen. Obwohl, nein, dann, warum mache ich denn das? Warum bin ich so dumm? Ich habe doch keinen Platz mehr. Ah! Das war jetzt sehr doof von mir. Ich habe nämlich keins. Müssen hier das da? Genau. Wir können schon mal Wettervorhersage erforschen. Ihr habt ich brauche halt dann den Winter. Erforschen lassen. Neue Technologie, das war wahrscheinlich Flaschenzug. Ich hoffe es zumindest, weil dann können wir Sägewerk ausbauen. Nee, war es noch nicht. Ist bei 67%. Mehr Siedler können nicht aus dem Dorfzentrum kommen. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Ja komm, ich pack die Beine trotzdem mal hier nach vorne. So soll es sein. Ich kann auch das Dorfzentrum nicht mehr ausbauen. Wir bauen erstmal Winter, dass ich den Siedlungsplatz da nehmen kann. Und dann haben wir wieder Platz. Dann ist es auch gar kein Problem. Kann ich schon irgendwie was anderes errichten? Ich brauche nochmal ein paar Leibeine. Da ist einer. Ah ja, jetzt kann ich den Wetterturm wenigstens schon mal errichten. Den mache ich ruhig mal auch hier hin. Da brauche ich allerdings dann aber auch Schwefel. Ich brauche Schwefel. Da brauche ich allerdings aber auch dann noch Platz. Siedlungsplatz. So, nochmal 1000 Schwefel. Kriege ich das hin? Ja. Das kriege ich hin. So. Sollte, denke ich mal, nicht ganz so lange dauern. Mal gucken. Mal gucken. Jetzt ist hier erstmal Ruhe. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. 25 Leibeigene haben wir. Das passt an sich. So, das hier ist fertig. Machen wir das Kettenhemd als nächstes. Oder erstmal Meisterschmied. Erstmal Meisterschmied. Nehmen wir erstmal den Meisterschmied. Ich bin fertig. Das hier können wir ausbauen. Sehr schön. So, Wetterturm ist errichtet. Kümmer dich um Holz erstmal. Schießplatz. Können wir da was mal? Können den Schießplatz ausbauen. Machen wir auch. Da können wir nichts weit. Marschieren, erhöhte Geschwindigkeit. Machen wir. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Wie ihr sicherlich schon merkt. Dann Ziehbrennerei ruhig mal ausbauen. Holz und Stein haben wir momentan genug. Also würde ich da jetzt auch nicht so zögerlich sein. Da brauche ich halt Schwefel für. Und hierfür brauche ich dann Holz und Stein. Okay, das geht ja, das geht ja. Das Gebäude. So, jetzt kann ich mich hier drum auch so ein bisschen kümmern. Ist halt auch nochmal ganz wichtig. So, Schießplatz ist fertig. Wir können hier für Taler und Eisen nehmen wir. Nochmal ein Upgrade halt. Ja, man sieht, unsere Truppen sehen jetzt auch schon viel besser aus. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Haben wir nur noch diesen einen Bogenschützen? Anscheinend. Uiuiui. Ihr habt nicht. So, Erik. Zack, zack. Alle Bauernhöfen sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ja, der Angriff war jetzt gar kein Problem. So, Ziehbrennerei ist ausgebaut.
Die Säge, das Sägewerk braucht ein bisschen, das dauert sowieso ja mal ein bisschen. Macht die Arbeit von Arbeitern und bleibt ein, nehmen wir das mal. So, Steinmetz. Können wir auch ausbauen, stimmt. An den Steinmetz habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht mal dran gedacht. Euer Dorf steht unter Ach, Erik kümmert sich um so eine Riesenkanone alleine. Oh, er hat's geschafft, sehr, sehr schön. Jetzt kommen sie schon mit solchen riesigen Kanonen an. Warte, da ist doch noch irgendwo eine, oder? Da hinten. Also es ist nur eine normale. So, geht wieder zurück. Sollen sie herkommen. Wie weit ist der Steinmetz? 75? Das wäre halt die Widerstandskraft von den Gebäuden erhöhen können. Ist gerade wegen meinen Türmen ganz gut. So. Haben wir auch Schwefel? Wir haben den Schwefel inzwischen. Sehr, sehr schön. Dann los geht's. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Ich weiß, Betten und Essen, das ist jetzt eine Nebensache. Das ist jetzt wirklich Nebensache alles. So. Wie weit ist denn hier das Sägewerk? Das ist fertig. Wunderbar. Erhöht den Schaden von Speerträgern. Nehmen wir. Des Weiteren Universität könnten wir Buchdruck machen, um nochmal ein bisschen Geld zu generieren. Nehmen wir. Oh, Eisen fehlt mir jetzt an sich auch schon eine ganze Menge. Aber ja, es ist nicht das Problem. Ah, hier sind sie fertig. Das ist aber nicht so schlimm. Wir hatten irgendwo noch Eisen. Hier hinten gab es doch Eisen, oder? Genau. Ja, ja. Diese Eisenvorkommen sind aber auch nicht unendlich. Könnte besser sein. Kanonengießer. Dario, auf zum Kanonengießer. Ja. Guck dir mal an, was er zu sagen hat. Aber das sieht hier auch nach feindlichem Gebiet aus. Eieiei. Was sind das hier alles? Alles Ruinen und so. Und da ist halt auch eine ganze Menge Eisen. 1200 Eisen. Sehr. Was treibt euch in diese düstere Gegend? Macht ihr einen kleinen Spaziergang? Ist nicht zu empfehlen hier. Gefährliche Gegend. Viele schlimme Gesellen treiben sich in den Bergen herum. Dort liegt eine dunkle Festung. Wenn ihr einmal einen Blick darauf werfen wollt, es gibt hier einen geeigneten Aussichtspunkt. Ihr müsst nur dem Pfad folgen. Immer den Hügel hinauf. Ui. Da müssen wir hin. Allerdings. Es lohnt sich. So einen Blick hat man sonst nirgends. Allerdings erst in den nächsten Parts. Bis dahin und bye bye.